So, hallo liebe Zuschauer. Willkommen zurück zum mittlerweile 26. Genau. Part von Monster Hunter Try. Entschuldigung, dass es jetzt länger ein paar Videos nicht mehr gab, aber es war halt so, wir hatten nicht so viel Zeit gefunden, uns zu treffen. Jetzt haben wir endlich die Zeit gefunden und jetzt machen wir ein paar Aufnahmen. Und ja, Entschuldigung, dass das jetzt so lange gedauert hat. So. Okay, dann reden wir mit Chacha. Opa, Opa. Idee für neue Maske kommt locker schnell in Chachas Kopf wie flammender Komet aus dem Weltall. Ist Maske aus Zottelohren, Wuschel, Kuschel zum Lieb, Liebhaben. Chacha lässt Pläne bei Chuck Hint vom Dorfchef Junior schon gesehen. Muss Chuck gucken. So, und wir kriegen jetzt eben noch ein paar Sachen von Chacha. Einmal ein Monsterknochen Mama, eine Großjagdklaue und ein Renault-Schlosskalb und, ja, jetzt sind wir falsch, und Angriffsstärke haben wir gerade bekommen oder so. Hat der gerade gelernt? Ja, oder gelernt. So, können wir eine Maske wechseln? Nein, wir können noch keine Maske wechseln. Nee, der muss die erst bauen. Der sagt dann, wenn er was Neues haben will, dann muss er. Ja, dann haben wir immer die schöne Eichelmaske. Beutel ausleeren? Genau. Hatten wir letztes Mal, glaube ich, nicht gemacht. Nee, noch nicht. Wir haben übrigens wieder vollen Akku. Also. Genau, am Controller. Aha. So, und jetzt. Verstauen. Genau. So, nicht alles auf einmal, du verstaust jetzt, bitteschön. Die Schallbomben. Wasserglanzjuwel, Kuropeko-Schuppe, Dungbombe, rohes Fleisch haben wir gebraten, das, wie viele haben wir ja, davon? Ja, haben wir bei. Ja, okay. So. So, braver Jonas. Mitnehmen brauchen wir das nächste Mal, wir haben alles. Und dann würde ich sagen, erkunden wir jetzt das neue Gebiet, den Flutwald. Willst du erst was essen gehen? Nee, ist nicht nötig. Okay. Dann reden wir mit unserem Gegenlieble. Hallihallo, willkommen daheim. Gute Arbeit, diese Kuropeko-Jagd. Ich hab dir beim Rumsitzen und Naschen die ganze Zeit die Daumen gedrückt. Fauler Sack, ey. Was, du willst wissen, wo die Naschereien herkamen? Ex, dir entgeht nichts. Also, da du fragst, wir bekamen gerade einen Auftrag vom Kapitän der Jagdflotte. Sie brauchen dich für die Jagd auf ihren Erzrivalen, den Königsludrot. Mit den Materialien reparieren sie ihr Schiff. Ich hab die Naschereien für die Annahme der Quest bekommen. Ich hab deinen Teil gegessen, aber Jäger naschen ja nicht. Ja, ist ja auch nicht gut für die Figur, ne? Genau. Also, bevor du dich auf die Jagd nach dem Königsludrot begibst, solltest du mit dem Flottenkapitän sprechen. Er ist der Experte für alle Wasserwesen, den Königsludrot eingeschlossen. Viel Glück, ich bleib hier und nasche. Gar nicht, ja, genau. Dann. Okay, und aber wir können Level 3 machen. Das können wir schon länger. Genau. Aber Schiffsrettung machen wir erst später, wir machen jetzt erstmal, ich glaube, Schädlingsbekämpfung ist was mit Flutwald. Sandebene, das Flut. Da. Okay, sollen wir das machen? Ja, machen wir. Gut, also nehmen wir Schädlingsbekämpfung. Und da läuft der kleine Junge, er läuft vor uns weg, er hat Angst vor uns. Er läuft mit zur Quest. Geh sterben. Nein, Chacha läuft ja mit. Wäre aber cool, wenn der kleine Junge, wenn man den irgendwie so kidnappen könnte und dann im Flutwald irgendwie ertränken könnte. Da würde keiner hinterkommen. Also wirklich, Manuel, hier, deine Mordfantasien sind wirklich. Mir ist was eingefallen. Hätten wir Chacha eigentlich auch eine Drachenfähigkeit machen können? Noch nicht. Ich glaube, das kommt. Oder? Ich weiß nicht mehr. Nee, ich glaube, das geht gar nicht. Ach so. Weil ich glaube, da könnte man ja auch Drache machen, weil Drache ja viel seltener ist als Donner. Und das ist der ewige Flutwald. Oh, sehr schön. Ich hasse dieses Gebiet und ihr werdet es auch hassen. Oh, Giftrauchbomben, die sind cool. Die sind effektiv gegen die Monster. Gegen diese kleinen Käferchen. Genau. Die atmen das ein und dann dauert das ein bisschen. Und dann sterben die. Dann fallen die auf den Boden. Und dann kann man die sogar ausmisten, weil das geht ja sonst immer schlecht, weil die ja sonst immer, wenn man die angreift, zersplittern. Genau. In alle Einzelteile und Atome und weiß der Geier was. Wo gibt's die dummen Viecherteile denn? Wir müssen Pelagizid-Erz sammeln, so ganz nebenbei. Also ja. Geh erstmal nach Gebiet 3. Weil das brauchen wir für die nächste Rüstung, deshalb bietet sich diese Quest hier ganz gut an. So.
So, dann tauch mal ein bisschen und da muss jetzt irgendwo Erz sein. Irgendwo sowas Rötliches an den Wänden. Was ist das? Das sind Fische. Böse Fische. Mutierte Fische, die sind ziemlich groß. Soll ich die mal kaputt machen? Nee, lass die mal in Ruhe. Hier ist nix. Ja, dann geh nach Gebiet 5 und 6. Ja, wer besser tanzt als Cha-Cha, bla bla bla. Dennis kann besser tanzen als Cha-Cha, da bin ich mir sicher. Hier kann man übrigens epische Schlachten mit dem Königsblut haben und ich glaube, hier sind auch ein paar von den Insekten. Die müssen wir töten, ne? Ja. Da mal ran an den Speck. Daneben. Ja, die Teile sind so. So. Noch 11 Monster übrig. Wow. Und du könntest ja auch ein paar Käfer sammeln, falls wir ein Käfernetz dabei haben. Hier hat wohl ein Monster Hunger gehabt. Und einen. Was ist das? Sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Abdornrot. Genau. Ja, wo bist du hier? Komm hier, hier. Komm, 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 komm. Ich hasse so Monster. Mit einer Fackel kann man die übrigens anlocken. Ja? Ja. Ist ja gut. So, jetzt auch mal. Ich mag die. Ich nicht. Nee. Ich find's doof. Da ist nur ein Käfer, vielleicht kannst du den abbauen. Wir bauen Käfer ab. Ja, kannst du sogar. Klar, wir haben ja auch ein mega Käfernetz. Königlicher Caputo, die sind sehr schön und selten und so. Grille, ja. Und Grille. Da kommen alte Freunde. Die Ludrote. Nein, lass ihn in Ruhe. Komm, komm, komm. Du lässt dich zu leicht ablenken. Ich finde das einfach so schön, so muss einfach kaputt. Die sind aber nicht One-Hit. Tja, das ist, wenn man hier so Waffen hat. Hast du bei Cha-Cha gespuckt? Ja, Cha-Cha dreht sich den Magen um. Dann gehen wir mal weiter auf die Suche nach Pelazid-Erz. Cha-Cha hat nur Schlechtes gegessen. Und wir kommen. Nee, ich schwimme mal weiter. Schwimm ruhig weiter. Kann man da durch? Nein. Nee, das ist irgend so ein Geheimgang von irgendwelchen Viechern. Ludort wahrscheinlich. Ich weiß es nicht mehr, aber. Manchmal benutzen die Monster halt so einen kleinen Geheimgang und dann sind die auf einmal in Gebiet 8. Da ist Pelagic. Genau. Hoffentlich kriegen wir es auch. Und jetzt Kreis. Ah. Langweilig. Komm. Langweiliger? Am langweiligsten. Jetzt haben wir keine Spitzhacke. Das ist jetzt nicht wahr, oder? Das ist nicht wahr. Scheiße. War das eine Nebenquest? Nee. Das war jetzt die Hauptquest. Auch nicht. Wir müssen doch für die Rüstung brauchen wir. Ach das. So. Ich hab wieder vergessen. Ach so, so. Super. Klasse. Toll. Ja, dann geh nach Gebiet 7. Ja, schwimmen wir am besten zurück. Dann töten wir die Viecher. Das ist jetzt doof. Ja, das ist ziemlich doof. Ja, was machen wir nun? Jetzt töten wir die Viecher und es gibt bestimmt eine andere Quest. Ja, vielleicht machen wir sogar gleich noch Königsludrot. Dann können wir das dann auch noch so nebenbei machen. Falls sich denn keine andere Quest dafür findet. Genau. So. Halt schon mal deine Giftrauchbombe bereit. Wenn die erstmal alle da sind, dann wirfst du die einmal und dann. Hehe. Dann machst du den Viechern den Gar aus. Wie viele kommen da denn? Geh mal ein bisschen weiter. Hier ist das Licht. Kommt in das Licht. Folgt dem Licht. Oder spielen wir ein bisschen mit der Fackel. Wie? Ja, ich glaube angreifen. Angreifen müsste eigentlich. Genau. Und da kommen sie auch schon. Schade, dass ich die nicht anfangen kann. Burn. And it burns, burns, burns. Jetzt komm, komm. Jetzt muss einfach die Giftrauchbombe, du hast ja zwei davon. Okay. Am besten steht man und jetzt.
Und jetzt sind sie bekifft. Und wir misten sie aus, während sie noch im Sterben liegen. Wir sind zu sadistisch. Aus denen kann man übrigens auch eine hübsche Rüstung machen. Naja, was heißt hübsch? Ich meine, die Rüstung besteht aus 3 anstatt 5 Teilen und ist eigentlich relativ schwer zu bekommen und es lohnt sich nicht. Also, naja. Sieht halt aus wie so ein Anzug. Mann, ich mag das nicht. Warte, kannst du noch Käfer abbauen? Wenn wir schon ein Mega-Käfernetz haben, dann. Okay. Soll ich noch ein paar töten, dann geht's schneller. Dann halt nicht. Ey, ich glaube, hier findest du nicht mehr so viele. Ach man, jetzt komm aber tiefer. Ich hasse Großwetter, ich will Langschwerter. Dann gib mir erstmal. Mach du das mal. Ja, okay. Hab ich so. Jetzt keine. Also den einen hier, den gönnen wir uns noch. Ups. Das ist doch so ein dummes. Ey, Alter, das war doch eigentlich ein Treffer. Was soll der Scheiß hier? So, jetzt aber. Getroffen. So. Scheiß drauf, ich meine, wenn wir die auskarven, das bringt uns nichts. Wobei man kann aus den Flügeln noch andere Sachen machen. Aber ich glaube, das sind Sachen, die kann man sich auch so sonst halt kaufen. So. Hier sind noch ganz, ganz viele Viecher. Und noch die anderen Viecher, genau. Ganz, ganz viele feuchte Insekten. Na komm her, komm. Ey. Okay, wenn ich angreife. So, vielleicht klappt's ja. Ha, hat geklappt. Wir haben sogar hier vom Himmel geholt. Ah, dann gönne ich mir den jetzt mal. Monster Fluid, ja. Das, was wir mal gebraucht haben. Und wahrscheinlich irgendwann noch mal brauchen werden. Ich hasse so Fliegemonster töten. Das nervt. Wobei, Razian und so machst du ja ganz gerne. Ja, das sind doch große, die auch ab und zu mal am Boden kommen. Rathalos schon, naja. Bei mir fliegt der nur durch die Gegend, ey. Da muss man runterbomben. Mit Blitzbomben. Das stimmt. Aber meistens sind dann online die Mitspieler. Naja, die checken das dann nicht wirklich. Und das ist dann halt doof. Moment, da ist einer. So. Komm. Ja, beschäftige dich mal gerade mit Chacha. Ey, nein! Jetzt toll. Wow, du wusstest, wo A liegt. Ja, ich gewöhne mich langsam dran. An die Wii-Steuerung. Das ist ja keine Wii-Steuerung, das ist ja eigentlich so wie auf der PSP. Nur hat man hier halt noch so ein extra Kamera-Stick, Analog-Stick, Steuerkreuz. Und das finde ich zum Beispiel scheiße, weil da muss man ja mit der linken Hand, mit der man schon den Charakter bewegt, muss man dann auch noch die Kamera bewegen. Es hört sich schwierig an, ist aber eigentlich ganz einfach. Wenn man etwas länger Monster Hunter oder so spielt, dann geht das ziemlich schnell. Ich habe mal gehört, dass einige das dann so machen, dass die ihren Zeigefinger auf dieses Steuerkreuz legen. Und dann so die Kamera bewegen. Aber das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen. Naja. Schwierig. Es ist ja komplex. Schwierig und ungelenk und einfach nur scheiße. Aha. Du findest es also auch scheiße. Ja. Ich mach's anders. Ich weiß es nicht wie, aber irgendwie mach's anders. Aha. Irgendwie macht das anders. Also auf jeden Fall, ich laufe mit hier mit meinem Daumen und wie wechsle ich die Kamera? Gar nicht. Doch. Nee, ich kann mir das vorstellen, du machst das wahrscheinlich immer so, du rennst und drückst dann hier so, sodass der dann. Ja, irgendwie so. Wahrscheinlich machst du es so, ne? Ja. Oh Gott, das Ganze dauert mir hier jetzt auch schon wieder viel zu lange, weil ich die Viecher nicht mehr finde. Moment, das ist noch ein kleiner Geheimgang. Jump. Und da ist eins.
Einfach so, wo? Glaube ich. Oder? Kommt her. Geht in das Licht. Nein, nicht in das Licht gehen. Wir werden alle sterben. Aha, du bist auch noch für diese Viecher. Ah ne, der kann ich gar nicht rein. Scheiße. Scheiße, aber sind auch. Die denn jetzt? Ich will ihn noch finden, bevor die 15 Minuten vorbei sind.